Hello guys and girls, good morning. I'll try to do a quick review on some locking tuners and the tuning issue. And I try to do it in German and in English. Hallo Mädels und Jungs, ich würde ganz gern euch meine Erfahrung zeigen mit verschiedenen Locking-Systemen von Gitarrenmechaniken. Okay, the problem was, so we're going here to our first patient. My main guitar is an Ibanez Artcore, and as it has this classic tremolo system, which by the way was not well adjusted in stock, so I had to do a lot of work on it. Ja, also unser erster Patient ist hier diese Ibanez Artcore Gitarre, eine wunderbare Gitarre, die auch meine Hauptgitarre ist. Und das Problem an der Gitarre ab Werk war, dass dieses schöne klassische Tremolo-System sehr, sehr schlecht justiert war und auch geklemmt hat, so dass ich das komplett zerlegen musste und auch manche Teile ein bisschen abtragen musste und schmieren und einige Tricks. Okay, aber nachdem jetzt das behoben war, hatten wir immer noch das Problem, dass dieses klassische Tremolo-System nicht zusammenpasst mit diesem traditionellen Tuner-Style. Also keine Fixierung der Saite erfolgt und bei jeder Tremolo-Bewegung die Saite aus der Windung rausspringt. As I solved this problem with the tremolo, I still had a problem with the headstock mechanics that are not really, really helpful for a guitar with a tremolo style, as the strings, they jump out of there are windings every time you move the tremolo, and so something had to be done. I had three different systems sent to my house by Thomann Music. That was the Grover ones, then the ones from Schaller, and the ones from Spörzl. Also ich hatte mir drei verschiedene Systeme schicken lassen. Das waren die von Grover, von Schaller und von Spörzl. Zwei von denen musste ich gleich wieder zurückschicken, weil die Grover-Mechaniken haben einen Konstruktionsfehler. Das heißt, wenn man eine dicke E-Saite oder eine Drop-D, wie in meinem Fall, spielt, die kriegst du nicht durch das Loch von der Mechanik. Und deswegen waren die also für mich völlig unbenutzbar. Also die Grovers gingen schon mal aus dem Grund weg. Dann kamen die Schaller-Mechaniken im Gegensatz zu dem, was auf der Homepage war, nicht mit einem Saitenloch, sondern mit einem versteckten Loch in der Bohrung, und das war für mich auch komplett unbenutzbar. So, I started installing the Grover ones, and then I found out that if you play a really thick E-string or a drop D, like me, like 052 to 056, you will not fit this through the Grover mechanics. So for me, completely unusable. The thing went back. Then I checked the Schaller ones, and the fact is that they don't come with a guide, so you have to find out how to drill the second hole. Also, it was different than a picture from Thomann, so this one also went back. The ones I finally used was the ones from Spörzl, which you can see here. And as I know, they come in three different versions, in black and chrome, and also in another kind of not chrome but light version, which I've seen on the guitar of Brian Setzer, for example. So these mechanics are really good, and they were easy to install as they came with a guide from cardboard, where to drill the hole. Also am Ende habe ich dann, nachdem Schaller und Grover für mich unbenutzbar waren, habe ich dann die Spörzls auf der Gitarre installiert, und ich bin echt happy damit.
Die sind auch für ihren Preis okay. Ich glaube, die waren so um die 79 Euro. Und die Dinger tun ihren Dienst. Ich glaube, sie sind 1 zu 18. Und seitdem, wie man hier sieht, sind auch viel, viel kürzer die Bolzen, ja. Normalerweise stehen die immer ein Stückchen raus. Und dadurch wird auch noch der Andruck der Seite auf dem Sattel natürlich verbessert. Also Daumen hoch für die Sperrzelmechaniken. Die haben die Gitarre wesentlich stimmstabiler gemacht. Macht mehr Spaß zu spielen. Und auch das Tuning selber ist wesentlich angenehmer als vorher. So, thumbs up for the Spurzel ones that made it to my main guitar. I noticed also that Brian Setzer has exchanged on all his Guild guitars the stock mechanics to the Spurzel ones. Then the next story is that I'm giving lessons to children, so I'm using lots of these 3/4 size guitars, as you see here, and especially my son's guitar was a problem, which is a stock Squire one. And I have to say that the Squire guitar had by all means the worst mechanics of all of those guitars, with the exception of one Epiphone model that I bought recently, an SG model, which is completely almost unusable. But this one is kind of a nice guitar, but the bridge sucks. I had to do some work on that. And the mechanics were the worst I ever seen. They were Clusen types of don't know, open kind of thing. And the guitar was out of tune constantly. So what I did some research, and I came across also at work in a PA job. I saw these for the first time. These are really revolutionary locking mechanics made by Steinberger. So, jetzt geht's mal wieder auf Deutsch. Also, nachdem ich auch Unterricht für Kinder gebe und kleine Kinderbands unterrichte, benutze ich viel von diesen 3/4-Gitarren. Und da hatte ich die von meinem Sohn als größtes Problem. Eigentlich eine schöne Gitarre, die Squire Stratocaster, aber mit komplett trashiger Hardware. Also die Brücke ist scheiße, die musste ich erstmal reparieren. Und die Mechaniken waren komplett unbenutzbar. Die sind also bei mir sofort im Müll gelandet. Und dann bin ich jetzt auf diese Steinberger Replacement-Mechaniken gekommen. Ich habe die auch gesehen, installiert in Gibson Stock. Ich glaube Firebird. Und das ist wirklich ein revolutionäres Design. Ich bin total begeistert von den Dingern, weil da hat jemand mal echt nachgedacht und komplettes Gitarren-Mechanik-Design von ground up mäßig mal wieder durchdacht und ist auf eine erheblich bessere Lösung gekommen als die, die man gemeinhin so sieht. Um es zusammenzufassen: Die Saite wird nicht mehr um irgendeine Achse gewickelt, sondern die Saite wird festgeklemmt und dann nach innen gezogen. Ja? So the difference from this Steinberger design is a completely ground up new revolutionary approach that the string is not winded, yeah, it's not winded around something, the pole, the little pole, but it's fixed and then pulled inward. So that's why these mechanics are called gearless tuners, yeah. There's no little wheels or anything, but it's a very simple and logical design where the string gets pulled inward, yeah. The string gets pulled inward, and that also means that you don't need dedicated 3/3 system like on these guitars, yeah, 3 left, 3 right, but you can use it on all kinds of guitars. It's very easy to install, very cool design. The problem is you don't get it in Europe. I had it sent from the US,
which cost me also taxes. And anyway, the thing was worth it, and especially on children guitars, I noticed that it's much more important to have good tuners, because they are harder to keep in tune. Also, ich habe mir ist aufgefallen, dass auf Kindergitarren, an Kindergitarren ist es wesentlich schwieriger, die Dinger in Tune zu halten, und deswegen ist eine gute Qualität auch wichtig. Also in dem Fall haben jetzt die Mechaniken, da ich sie direkt aus Amerika schicken lassen musste, eigentlich fast genauso viel gekostet wie die Gitarre, also weit über 100 Euro. Aber das Resultat ist, jetzt habe ich eine wirklich gute Gitarre, ja. Eine, die in der großen Stratocaster vom Sound her und von der Funktion wirklich das Wasser erreichen kann, sehr, sehr ähnlich ist. Und das Tuning hat auch folgenden Vorteil, wenn ich stimmen will. Normalerweise muss ich immer etwas unter den Ton stimmen und dann hinaufziehen, weil sonst das Tuning nicht korrekt ist. Hier habe ich eine 40:1 Übersetzung, theoretisch. Es ist ja keine Übersetzung, weil es ist ja ein Gearless Tuner, aber 40:1 auf jeden Fall von der Funktion. Und ich kann den Ton so wesentlich feiner regulieren und kann in jede Richtung, auch beim Spielen, mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter gehen, ohne dass das Ding dann gleich aus dem Tuning rausgeht. Also, für mich der absolute Gewinner bei meinem Vergleich von diesen vier Locking-Systeme: Steinberger Gearless Tuners, der geilste Tuner, den ich jemals in der Hand hatte, und Platz 2 für mich die Sperzels, ja, die vielleicht auf so einer klassischen Form von Gitarre mehr Sinn machen, weil sie einfach auch wie eine Gitarre noch aussieht. Und wenn ich mir vorstelle, ohne die Gearless, mit den Gearless Tunern wird sie wahrscheinlich ein bisschen kastriert aussehen. Bei der Stratocaster finde ich völlig logisches Design, auch zum Hinstellen wesentlich besser, man kommt nicht dran, verstellt sie unabsichtlich, also top Sache. Okay, so to finish that up in English, yeah, by replacing these tuners in the little Stratocaster against the Steinberger Gearless, I had a completely new instrument in my hands. Not only that, the tuning is not a problem anymore. It stays in tune, and I can fine tune during playing with a 40:1 ratio very easily. But also the thing is, the instrument itself has improved in sound. As I don't know, it's maybe the mass of the tuner. Yeah, it's quite a heavy thing. So it has more sustain. It feels more like a real guitar, like a huge guitar, and it stays in tune. So that was the best exchange I made on a guitar, and it upgraded it so much. And for me, the winner, absolute winner from this competition between the four locking systems, Grover, Schaller, and Sperzel, is the Steinberger one, which is a logical ground up new design. But I also have to note that probably on a guitar like the Ibanez Artcore, it doesn't make that much sense because of the classical shape of the headstock. And I don't know what you would say if somebody turned up with a guitar without these little things here. But for me, this is a cool solution, and for the Stratocaster, as I said, completely perfect. So that was it from me on a Saturday morning, and I hope it helped as much as many of these reviews here helped me in my choice for equipment. Thanks.